Das ist die Freiheitsstatue. Mit Millionen von Besuchern jedes Jahr ist sie die wahrscheinlich bekannteste Statue auf der ganzen Welt. Doch im Vergleich zu der Statue am Ende dieser Liste wirkt dieses imposante Bauwerk winzig. Von der größten Buddha-Nachbildung bis hin zu einem verrückten Projekt, an dem seit mehr als 75 Jahren gebaut wird. Hier sind die höchsten Statuen der Welt. Um euch diese zu präsentieren, haben wir uns etwas Besonderes für euch einfallen lassen. Mithilfe von Unreal Engine haben wir eine 3D-Welt erstellt, mit der wir euch die Ausmaße der einzelnen Statuen näher bringen wollen. Zugegebenerweise wäre es wohl auch besser gewesen, die Stadt im Hintergrund im richtigen Verhältnis abzubilden. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal anpassen. Wir hatten das Video schon für unseren englischen Kanal fertiggeschnitten und dachten, mit der kleinen Stadt sähe es interessanter aus. Die Statuen untereinander sind jedenfalls im richtigen Verhältnis. Und nun beginnen wir mit unserer ersten Statue in diesem Video, der Freiheitsstatue in New York, mit einer Höhe von 93 Metern. Getreu ihrem Namen ist sie ein Abbild der römischen Göttin Libertas. In der einen Hand hält sie eine Fackel über ihrem Kopf und in der anderen eine Tafel, auf der das Datum der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Die Freiheitsstatue ist ursprünglich ein Geschenk des französischen Volkes an die USA aus dem Jahr 1884. Dafür ist ihre Höhe durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sie vor so langer Zeit gebaut wurde. Damals waren die Baumaterialien und Technologien bei weitem noch nicht so fortschrittlich, wie sie es heute sind. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass das gesamte Bauwerk nach seiner Fertigstellung in Frankreich vollständig demontiert werden musste. Anschließend musste sie den gesamten Atlantik über mehrere Wochen an Bord eines Dampfschiffes überqueren und wurde schließlich bei ihrer Ankunft in Amerika wieder zusammengebaut. Bis heute ist sie das Symbol für Freiheit in den USA. Die nächste Statue ist zwar nicht so beliebt und gut besucht wie die Freiheitsstatue, aber dafür nochmal ein Stück höher. Mit ihren 99 Metern ist Guishan Guanyin in China eine der einzigartigsten Statuen, die es gibt. Sie stellt die buddhistische Figur des elfköpfigen, tausendarmigen Guanyin dar. Sie hat zwar nicht wirklich tausend Arme, aber immerhin elf Köpfe. Um ehrlich zu sein, wäre es ziemlich schwierig gewesen, tausend Arme in dieser Größe zu bauen. Auf ihrer Höhe bietet sie einen Panoramablick auf die umliegenden Berge der Stadt Ningxiang. Außerdem ist das gesamte Bauwerk mit einer dünnen Bronzeschicht überzogen, die ihm sein ikonisches metallisches Aussehen verleiht. Dagegen waren die Baukosten von 33 Millionen Euro tatsächlich relativ niedrig. Die Mittel dafür kamen aus einer gemeinsamen Anstrengung der Bezirksregierung, lokaler Unternehmen und verschiedener religiöser Organisationen. Als nächstes kommt die Sendai Daikanon mit genau 100 Metern Höhe, was sie 1991 zu der höchsten Statue der Welt machte. Obwohl viele andere diese Höhe in den letzten Jahrzehnten übertroffen haben, ist sie immer noch ein beeindruckendes Bauwerk für sich. Sie befindet sich in Japan und stellt die Göttin des Mitgefühls im japanischen Buddhismus dar, die dort als Kanon bekannt ist. Das Interessanteste an dieser Statue ist jedoch nicht ihre gewaltige Höhe oder ihre beeindruckende Figur, sondern das, was sich in ihrem Inneren befindet. Der Eingang zum Sendai Daikanon ist wie ein Drachenmaul geformt, ein wichtiges Symbol im Buddhismus. Im Treppenhaus, das bis ganz nach oben führt, befinden sich weitere 108 buddhistische Statuen, die jeweils einen irdischen Wunsch der Menschheit darstellen. Als nächstes folgt die Statue der Mutter Ukraine, die mit einer Gesamthöhe von 102 Metern einschließlich Sockel die höchste in Europa ist. Das Denkmal, das die ukrainische Hauptstadt Kiew überragt, stellt eine Kriegerin dar, die in der einen Hand ein Schwert und in der anderen einen Schild trägt. Heute enthält der Schild das ukrainische Wappen, aber das war nicht immer der Fall. Interessanterweise waren sowohl die symbolische Bedeutung als auch die physische Darstellung dieser Statue nicht immer so. Um etwas Kontext zu geben. Das Denkmal wurde bereits 1981 errichtet. Damals war die Ukraine noch Teil der Sowjetunion. Die Statue hieß ursprünglich Mutterlandsdenkmal und sollte als Symbol für den Sieg der Sowjets über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg dienen. Die weibliche Figur sollte die Personifizierung des sowjetischen Mutterlandes darstellen. Auf dem Schild war früher auch das sowjetische Staatswappen abgebildet und nicht das der Ukraine. Das änderte sich jedoch erst kürzlich, im August 2023, nachdem Russland im Jahr zuvor in der Ukraine einmarschiert war. Um sich weiter von ihren sowjetischen Wurzeln zu distanzieren, beschloss die Ukraine, das Emblem von der Statue zu entfernen und es durch ihr eigenes zu ersetzen.
Darüber hinaus änderte sie den Namen der Statue. So dient das Denkmal heute, inmitten eines anhaltenden Konflikts, einem gänzlich neuen Zweck. Unsere nächste Statue mag zwar sitzen, aber lasst euch nicht täuschen. Die Statue des Glaubens in Indien ist auch ohne Sockel eine der höchsten der Welt. Mit einer Gesamthöhe von 112 Metern ist sie die höchste menschengemachte Abbildung des Hindu-Gottes Shiva. Durch ihren Bau 2013 sollten mehr Besucher in die Stadt gelockt werden, wobei die Statue selbst als Pilgerstätte und Kultstätte dienen sollte. Gebaut wurde sie mit Hilfe einer einzigartigen Methode, bei der Schicht für Schicht die Struktur verstärkt wurde, um ihre Stabilität zu gewährleisten. Der innerste Teil der Struktur besteht aus Stahlbeton und ist von einer starren Stahlkonstruktion umgeben, die als Gerüst für das Denkmal dient. Aber das ist noch nicht alles. Die Stahlstruktur selbst ist ebenfalls von einer weiteren Schicht aus geformtem Beton umgeben, die dann außen mit Kupfer und Zink beschichtet ist. Nur wenige Schritte entfernt von der Statue steht eine kleinere Installation von Nandi, Shivas himmlischer Stier, der von unten zu ihm aufschaut. Unsere nächste Statue auf der Liste wird sogar noch höher, denn sie hielt immerhin 15 Jahre in Folge den Rekord für die höchste Statue der Welt. Die Ushiko Daibutsu ist eine 120 Meter hohe Bronzestatue in der Nähe von Tokio. Ihr fragt euch vielleicht, wie man so etwas baut. Bei dieser Statue wurden mit Bronze beschichtete Blöcke verwendet, die vor dem Zusammenbau auf dem Boden zu einer Struktur zusammengefügt wurden. Diese Konstruktionsweise nennt sich Vorhangfassade und ähnelt dem Vorgehen bei der Konstruktion von Hochhäusern. Zunächst wurde eine eiserne Stahlsäule aufgestellt, die als Rahmen für den Rest der Struktur dient. Danach wurde der Körper der Statue in 20 verschiedene vertikale Etagen unterteilt, in denen die einzelnen Blöcke nacheinander angebracht wurden. Die Verwendung von Bronzeplatten für die Statue war ebenfalls hilfreich für die Konstruktion, da sie im Vergleich zu den üblichen Stahlrahmen anderer hoher Bauwerke relativ leicht waren. Die Statue stellt den Amitabha-Buddha dar, der auf einem riesigen Lotus sitzt. Diese sowie die umliegenden Gärten und Anlagen wurden zu Ehren des japanischen buddhistischen Mönchs Shinran errichtet. Er war der Begründer des am weitesten verbreiteten Zweigs des Buddhismus im Lande. Im Inneren der Statue befinden sich mehrere Einrichtungen, wie der Raum mit mehr als 3000 goldenen Buddha-Statuen, die als Gedenkstätten für die Verstorbenen dienen. Von Japan geht es nach Indonesien, für die Garuda Visnu Kencana-Statue, mit einer Höhe von 122 Metern. Es ist die erste auf dieser Liste, die mehr als eine Figur darstellt. Tatsächlich stellt das Denkmal eine wichtige Szene aus der hinduistischen Mythologie dar. In dieser Geschichte erklärt die Gottheit Garuda, sich bereit von Vishnu reiten zu lassen, um im Gegenzug das Lebenselixier zu erhalten. In der Welt des Hinduismus stellt Garuda Visnu Kencana dank ihrer reinen Ausmaße das wohl bedeutendste Denkmal dar. Der Entwurf für diese Statue war so kompliziert, dass das gesamte Bauwerk in mehr als 700 einzelne Module unterteilt wurde, die in einer mehr als 800 Kilometer entfernten Spezialfabrik hergestellt wurden. Aber das war noch nicht genug, denn diese Module mussten aufgrund ihres Gewichts in mindestens 1500 kleinere Teile zerlegt werden, sodass sie beim Bau von Kränen angehoben werden konnten. Aufgrund der Höhe waren die Bewohner jedoch besorgt, dass die Statue zu sehr stören könnte. Einige religiöse Führer argumentierten, dass sie das spirituelle Gleichgewicht auf der Insel Bali stören könnten. Schließlich wurde das Projekt aber durchgesetzt, da der Nutzen für den Tourismus und die wirtschaftliche Aktivitäten in der Region überwogen. Kommen wir nun zu der dritthöchsten Statue der Welt, mit einer beeindruckenden Höhe von 129 Metern. Laikyun Sikya. Sie stellt Buddha im Prozess der Wiedergeburt dar. Der zweite, 101 Meter hohe, liegende Buddha auf dem Boden stellt dagegen die vorherige Inkarnation dar. Die Fertigstellung dauerte insgesamt 12 Jahre, da der Bau ausschließlich durch Spenden der Einheimischen finanziert wurde. Trotz der beeindruckenden Höhe ist nicht allzu viel über die Statue bekannt und sie ist wahrscheinlich die am wenigsten besuchte auf dieser Liste. Sie befindet sich nicht nur in einer abgelegenen Gegend, sondern es ist derzeit auch extrem schwer, ihr Heimatland zu besuchen. Denn die Statue liegt in Myanmar, einem Land, in dem seit dem Militärputsch vor 3 Jahren ein Bürgerkrieg herrscht. Als nächstes machen wir einen großen Sprung in der Höhe. Der Frühlingstempel Buddha in China ist so gewaltig, dass man seine Ausmaße kaum fassen kann.
Mit einer Höhe von 208 Metern übersteigt bereits das Ausmaß der Zehen der Statue die Größe eines durchschnittlichen Menschen. Interessanterweise wurde das Äußere des Bauwerks aus einer Kombination aus Kupfer, Stahl und bis zu 100 Kilogramm echtem Gold gefertigt. Diese Mischung sorgt dafür, dass das Bauwerk auch aus der Ferne hell leuchtet. Als es 2008 endlich fertiggestellt wurde, stellte sich heraus, dass das gesamte Projekt 129 Millionen Euro gekostet hatte. Das ist fast das Dreifache der ursprünglichen Schätzungen. Heute hält der Frühlingstempel Buddha den Rekord als höchstes Buddha-Denkmal und als zweithöchste Statue der Welt. Im Gegensatz zu den anderen Statuen auf dieser Liste ist Shiv Smarak in Mumbai, Indien, noch nicht gebaut worden. Aber trotzdem sind die Pläne dafür schon jetzt wahnsinnig. Die Statue soll eine beeindruckende Höhe von 212 Metern erreichen und sogar eine eigene, von Menschenhand geschaffene Insel vor der Küste Mumbais haben, die eigens für sie gebaut wird. Das Denkmal wird den als Shivaji, dem ersten bekannten indischen Kriegerkönig, darstellen, der auf einem Pferd reitet und mit einem Schwert in die Schlacht zieht. Abgesehen von der Statue selbst wird die Insel aber auch verschiedene Einrichtungen wie ein weiteres Denkmal, ein Museum, eine Galerie und ein Amphitheater beherbergen. Es ist sogar geplant, die Insel durch eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes mit dem Rest von Mumbai zu verbinden. Ursprünglich sollte das Projekt bis zum Jahr 2021 realisiert werden, doch aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte es nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Die Initiatoren des Projekts beantragten eine einjährige Verlängerung bis Oktober 2022, aber auch diese Frist ist schon längst verstrichen. Heute, mehr als ein Jahr nach der verlängerten Frist, gibt es immer noch keinen weiteren Fortschritt. Das Einzige, was bisher erreicht wurde, waren einige Unterwasser- und geologische Untersuchungen rund um den Standort. Die künstliche Insel gibt es aber bis heute nicht und es bleibt abzuwarten, ob Shiv Smarak wirklich jemals fertiggestellt wird. Mit einer Höhe von 240 Metern ist die Statue der Einheit in Kevadia, Indien, bei weitem die höchste Statue der Welt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kandidaten auf dieser Liste stellt diese Statue keine religiöse Figur oder eine abstrakte Personifikation dar. Stattdessen handelt es sich um eine reale Person aus der jüngeren Geschichte. Der Name? Vallabhbhai Patel. Aber wer genau ist dieser Mann? Und was hat er getan, dass ihm die Ehre zuteil wird, als höchste Statue der Welt verewigt zu werden? Vallabhbhai Patel war eine bedeutende Figur in der zeitgenössischen Geschichte Indiens, denn er spielte eine entscheidende Rolle im Kampf des Landes um die Unabhängigkeit von den Briten 1947. Seine Rede 1942 vor Hunderttausenden von Menschen wird von Historikern oft als eine der wichtigsten Wendepunkte der wachsenden National- und Unabhängigkeitsbewegung in Indien bezeichnet. Unmittelbar nach der Unabhängigkeit diente er als Indiens erster Innenminister und stellvertretender Premierminister. Der Bau der Patel-Statue begann 2013, genau an seinem Geburtstag. Als Anspielung auf den Namen der Statue gab es eine Bewegung, die landwirtschaftliche Geräte von bereitwilligen Spendern sammelte, um sie für das für den Bau benötigte Eisen zu verwenden. Trotz der Größe und des Umfangs dieses Projekts dauerte es bis zur Fertigstellung nur 5 Jahre. Von diesen Bauzeiten träumen wir in Deutschland. Am 143. Jahrestag von Patels Geburt 2018 wurde das Denkmal schließlich eingeweiht und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Leider hat er sein eigenes Denkmal nie zu Gesicht bekommen, aber seine Geschichte und sein Wirken werden so nie in Vergessenheit geraten. Moment mal, wenn das die höchste Statue der Welt war, warum setzen wir die Liste dann überhaupt noch fort? Nun, diese letzte Statue ist noch nicht gebaut, aber es scheint, als sei Indien mit dem aktuellen Rekord noch nicht zufrieden und plant etwas noch viel Größeres zu bauen. Das ist die geplante Statue von Lord Rama. Ein ambitionierter Plan für eine Statue, die insgesamt 252 Meter hoch sein soll. Das geplante Monument soll die Hindu-Gottheit Rama mit seinem ikonischen Pfeil und Bogen sowie einem Schirm darstellen. Obwohl der genaue Standort für die Statue noch nicht feststeht, haben die Projektentwickler bereits die Genehmigung für den Baubeginn in der Stadt Ayodhya erhalten, der angebliche Geburtsort von Rama selbst. Doch trotz all dieser ehrgeizigen Pläne hat sich seit der ersten Ankündigung 2017 noch nicht viel getan. Die letzten Informationen von 2018 besagen, dass Bodentests vor Ort durchgeführt wurden und 5 Unternehmen bereits in die engere Wahl für das Projekt gekommen sind.
Abgesehen davon bleibt abzuwarten, ob das Projekt tatsächlich realisiert wird. Glaubt ihr, dass die unvollendeten Statuen auf unserer Liste jemals fertiggestellt werden? Und habt ihr eine der anderen Statuen schon einmal in echt gesehen? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.